Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und heute gibt es mal einen Woods-Guide, einen Einsteiger-Guide für Woods. Und wir fangen mit den wichtigsten Punkten eigentlich an. Und das sind nicht die Hotspots auf der Map, sondern die Spawns. Weil das sind eure Startpunkte in die Map. Die müssen sitzen, ihr wisst ja nie, wo ihr spawnt, also müsst ihr die Spawns kennen, um schnell zu planen, in welche Richtung ihr lauft, welche Lootroute ihr nehmt, ob ihr zum Holzlager rennt, ob ihr zum User Camp rennt, ob ihr zum Emmercom Camp rennt, weiß der Teufel was. Die Spawns sind das A und O. Gut, dann hoffe ich, ich kann es euch so relativ gut erklären. Ich habe die Spawns nicht alle, aber die meisten, ich glaube von den 26 Stück habe ich 23 Stück gefunden sozusagen. Ich bin ein paar Mal rein und raus, um die alle Spawns abzuklappern, aber je mehr Spawns ich bekommen hatte schon, umso höher war die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder den gleichen Spawn kriege. Und die 2, 3 Spawns, die mir noch fehlten, sind halt nie gekommen. Und auch andere Spawns sind nicht gekommen, da musste ich dann von Hand hinlaufen, um sie euch zu zeigen. Ich hoffe, es ist mir relativ gut gelungen. Ich hoffe, es nützt euch was. Lasst mir gerne ein Abo oder Like da. Kommentare, ob es euch was gebracht hat, wären recht interessant. Gut, wie gesagt, mit der Zeit lernt ihr die Map besser kennen und es ist wirklich eine schöne Map. Ich liebe Woods. Macht so viel Spaß. Man kann kämpfen, man kann den Kämpfen relativ gut aus dem Weg gehen. Es ist eine große Map. Es gibt jetzt mittlerweile auch seit der Erweiterung und so haben sie viele Lootstellen implementiert. Es lohnt sich eigentlich wirklich auf Woods mal spazieren zu gehen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Der erste Spawn, den wir uns anschauen, ist der an den Outskirts, unten links im Süden. Auffällig sind hier die Fels- und Steinformationen vor euch, hinter euch dieser kleine abgebrochene Ast, der da liegt. Ich laufe jetzt mal in die Richtung, in die ihr nicht laufen solltet, weil dort die Map begrenzt ist. Dort stehen dann Warn- und Hinweisschilder. Dort fliegt ihr eventuell in die Luft oder werdet erschossen. Ich habe es selber noch nie probiert. Noch ein Hinweis, wenn ihr dort spawnt, lauft direkt in Blickrichtung. Ihr spawnt und lauft direkt geradeaus, dann kommt ihr auf die Scaff-Hütte, lauft ihr auf die Scaff-Hütte zu, die ist dann rechter Hand von euch. Wir sehen sie gerade hier jetzt durch die Bäume durchschimmern. Wir waren jetzt gerade etwas links gelaufen, aber wir laufen mal zu der Scaff-Hütte. Das ist ein erster Anhaltspunkt, ein wichtiger, markanter Punkt auf dieser Map, wenn ihr hinten spawnt, an dem ihr euch erstmal orientieren könnt. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Spawn. Der war gar nicht so weit weg von dem ersten Spawn, den wir gerade hatten. Wir sind im Video auch schon dran vorbeigelaufen. Und zwar dieser Felsen, den wir gleich sehen werden. Ich drehe mich mal kurz. Gibt so nicht viel Markantes zu sehen, außer dieser Felsen jetzt links von uns. Drehen wir uns zurück, dann ist er rechts von uns. Logisch. So, dann sehen wir jetzt links auch schon wieder die Spitze, das Spitzdach der Scaff-Hütte durch die Bäume durchschimmern. Da laufen wir jetzt mal wieder hin. Der erste Spawn, den wir hatten, war jetzt rechts von uns. Wenn wir da in Blickrichtung geradeaus gelaufen wären, wären wir jetzt ungefähr hierher gekommen. So, wir laufen zur Scaff-Hütte oder Richtung Scaff-Hütte, die liegt jetzt da rechts von uns und laufen direkt weiter Richtung ZB014. Das ist so ein Bunker, an dem ihr exfiltrieren könnt, wenn ihr den Schlüssel habt und wenn der Bunker aktiv ist. Markant ist die Mauer da hinten, links. Wo wir gerade schon bei ZB014 waren, haben wir auch gleich direkt den Spawn dort in der Nähe. Ganz markant für diesen Spawn sind diese abgesägten Bäume vor uns, diese kleine Gruppe abgesägter Bäume. Absolut markanter Hinweis, wenn ihr das seht, wisst ihr sofort, okay, hier sind wir bei ZB014 gespawnt. Wir drehen uns mal kurz. Es gibt nicht viel Markantes, bis auf diese kleine Stelle sozusagen. Wir laufen jetzt mal hier rechts an den vorbei und sehen da wieder unsere Scaff-Hütte. Links, wenn wir zurücklaufen, sehen wir die Mauer zum ZB014. Falls ihr jetzt gedacht habt, das wär's mit den ZB014 Spawns, muss ich euch leider enttäuschen. Es gibt noch einen. Dieser Spawn ist auch sehr gut zu erkennen. Ihr müsst euch allerdings etwas drehen dafür. Da sehen wir vorne schon den gelben Bagger. Rechts jetzt von uns die gewohnte Mauer, die ZB014 Mauer. So, dann lassen wir den Spawn nochmal etwas auf uns wirken. Bevor wir dann Richtung Bunker rennen, den möchte ich euch auch noch gleich zeigen.
dazu laufen wir jetzt an der Mauer vorbei. Die Mauer ist rechts von uns, links von uns so eine kleine Felsformation, vor uns noch ein kleiner Felsen. Und direkt dahinter finden wir den Bunker ZB014. Wir haben auch Glück, der ist aktiv, der ist offen, das seht ihr an dem grünen Rauch. Wenn wir jetzt hochspringen und darüber gucken, dahinter gucken, sind unsere Outskirts-Spawns, die wir vorhin schon gesehen hatten. Links sehen wir wieder die Skeff-Hütte. Und wenn wir uns um 180 Grad drehen und in diese Richtung dahinter laufen würden, würden wir zum Jusek-Camp kommen. Aber das tun wir erstmal nicht. Wir laufen nochmal zurück zu unserem Spawn-Punkt und schauen dann nochmal hoch auf diesen kleinen Hügel da oben, wo dieser Felsen noch drauf liegt. Und gucken nochmal Richtung Checkpoint. So, da hinten geht es nochmal so Richtung Jusek Camp, Sniper-Felsen. Und hier sehen wir schon den Checkpoint vor uns. Damit sind wir auch schon beim nächsten Spawn. Ich nenne ihn den Checkpoint-Spawn. Warum, werden wir gleich sehen. Auffällig ist direkt dieser kleine Hügel mit dem Felsen vor uns, wo wir gerade oben standen. Da hinten ist wieder der LKW mit dem Bagger und dem Dixie-Klo. Und links neben uns ist halt so ein großer Felsen. So, dann laufen wir mal wieder zu diesem Hügel. So, dann überqueren wir hier die Straße und links von uns, wer hätte es gedacht, ihr wisst es sicher schon, der Checkpoint. Aber gehen wir nochmal zu unserem Spawn zurück und laufen an dem vorbei Richtung Jusek Camp, was ich euch vorhin gezeigt habe, die Richtung. Ist eine ganz schöne Strecke, aber ich will es euch mal kurz zeigen, weil wir damit auch gleich zum nächsten Spawn kommen werden. Da hinten ist das Jusek Camp rechts über die Straße. Wenn ihr über die Straße geht, auf der anderen Seite ist dann der Spawn, zu dem wir jetzt kommen. Da sehen wir den Spawn auch schon auf der Map. Eigentlich ein wunderschöner Spawn, relativ zentral gelegen, wenn man so will. Ihr seid schnell am Jusek Camp, ihr seid schnell an der Sägemühle, an der alten. Ihr könnt schnell zum Sniperfelsen laufen oder zurück zu den Outskirts, wie ihr möchtet. Dann lasst uns mal das Ganze anschauen, wie es im Spiel aussieht. Und zwar spawnt ihr in einer Senke. Vor uns wieder so Felsen, Bäume. Also eigentlich recht markant, wenn man so will. Drehen wir uns mal jetzt um 180 Grad. Und dann sehen wir auch gleich da hinten das Jusek Camp über die Straße. Und dann sind wir auch schon da, gar nicht so weit weg. So, laufen wir in diese Richtung und schauen mal dann Richtung Outskirts. Das sieht dann so aus. In der Richtung liegen die Outskirts. Rechts sehen wir so einen Strommast, an dem ihr euch auch gut orientieren könnt. Wenn wir jetzt hier runterschauen oder runterlaufen würden, würden wir Richtung der alten Sägemühle laufen. Drehen wir uns mal nach links und laufen in diese Richtung. Da sehen wir auch schon den Sniperfelsen hinten durch die Baumwipfel schimmern. Vor uns gibt es auch noch eine kleine Felsformation, von der aus runter ins alte Sägewerk schauen könnt. Ja, und damit sind wir auch schon beim Jusek Camp Spawn. Wichtig hier zu sagen ist, achtet bitte auf den rot markierten Bereich auf der Map. Diesen Bereich solltet ihr dringend meiden, weil der dort mit Minen nur so gespickt ist und ihr das ein oder andere Bein schneller verlieren könntet, als euch lieb ist. Wenn man hier spawnt, weiß man eigentlich nicht wirklich direkt, wo man ist, wenn man es nicht schon tausendmal gemacht hat. Von daher drehen wir uns jetzt erstmal ein wenig, um die Orientierung oder Anhaltspunkte zu sehen. Da hinten dieser Felsen, dieser Berg da hinten, ist ein Anhaltspunkt. Da waren wieder die Schilder, die Warnhinweise. Wenn wir jetzt allerdings ein Stück vorlaufen, sehen wir schon die markante Sandstelle. Bitte, wie gesagt, nicht so weit links rüberlaufen. Ich weiß nicht, ab wann hier die Minen anfangen. Also ich laufe immer so jetzt ungefähr die Strecke, die ich jetzt laufe, hier hoch Richtung Jusek Camp. Und wenn wir jetzt uns nach rechts drehen und über die Straße schauen, sehen wir den Spawnpunkt, den wir gerade hatten. Wenn wir in diese Richtung schauen, wären da hinten wieder die Outskirts zu finden. Und wir laufen jetzt mal ein bisschen durchs Jusek Camp Richtung Bears Camp. Schauen mal kurz rüber. Bitte, wie gesagt, hier links drauf achten auf die Minen. Ihr könnt hier vor uns über den Felsen springen, wenn ihr euch ein bisschen rechts haltet auf der anderen Seite. Und hier sehen wir dann auch schon das Bears Camp vor uns. Es gibt auch noch einen anderen Spawn, ein paar Meter weiter versetzt von unserem letzten. Auch ein Jusek Camp Spawn. Es gibt hier allerdings nicht so viel Markantes zu sehen, wenn man sich dreht. Aber wie wir schon beim Spawn selbst gesehen haben, da vorne diese markante Sandformation lässt wieder gleich erkennen, wo man sich befindet, und zwar am Jusek Camp. Unser nächster Spawn liegt zwischen Skeff Bunker und Bears Camp.
Auffällig ist diese kleine Felsformation vor uns. Wenn wir uns drehen, sehen wir ja nicht viel wirklich markante Punkte. Da oben links noch die Sandformation. Es gibt ja auch noch einen Spawn. Da laufen wir, wenn wir hochlaufen, haben wir den Felsen, diese kleine Felsformation auf der linken Seite von uns. Dieser Spawn liegt, wie gesagt, zwischen dem Bearscamp und dem Skeff-Bunker. Da hinten liegt das Bearscamp. Also wenn wir jetzt hier runterlaufen würden, würden wir zum Bearscamp kommen. Wir laufen allerdings jetzt nicht rüber bis ins Bearscamp. Da gibt es jetzt nicht viel zu sagen dazu. Rechts jetzt neben uns der kleine Felsen. Da kann man sich auch mal draufhocken, rüber ans Bearscamp aimen. Relativ gute Position. Wir laufen jetzt hier runter. Da drüben sehen wir schon den Sendemast vom Skeff-Bunker. Hier unten dieser abgesägte kleine Baumstamm. Jetzt vor uns wieder diese weiße Sandformation. Das ist halt eine sehr markante Stelle. Und ja, gleich sind wir oben am Skeff-Bunker. Bitteschön, da ist er. Es gibt allerdings auch noch einen Spawn, der wesentlich näher am Skeff-Bunker ist. Und zwar sehen wir den jetzt auf der Map. Im Spiel selbst sieht das Ganze so aus. Wir haben links eine relativ markante Felsformation vor uns. Oben rechts noch zwei kleinere Felsformationen. Hier unten dieses Flussbett, glaube ich, soll das sein. Hier sieht aus, als wäre hier mal Wasser durchgeflossen. So ein kleiner abgebrochener Baumstamm. Und dann vor uns wieder der weiße Sand. Hier laufen wir direkt einfach gerade hoch. Und dann sehen wir auch schon den Sendeturm und jetzt unseren Skeff-Bunker. Da hinten sehen wir das Bearscamp und rechts von uns den Spawn, den wir gerade hatten. Der Spawn dazwischen Bearscamp und Skeff-Bunker lag. Jetzt rennen wir nochmal schnell rüber zur, wir nennen es Containerburg. Da unten steht der LKW, den ihr für die Fraport-Quest besuchen müsst. Aber das ist ein anderes Thema, das wird speziell nochmal behandelt. Jetzt kommen wir hier in die Containerburg hinein und ja, gibt hier einige Stellen, die man looten kann. Wir rennen am Loot vorbei Richtung versunkenes Dorf, auf das wir gleich hier oben blicken werden. Und wenn man schon vom Teufel spricht, haben wir auch gleich hier den Spawn am versunkenen Dorf. Bisschen so zwischen versunkenem Dorf und Containerburg. Sehen wir uns das Ganze nochmal im Spiel selbst an. Vor uns ist eine Felsformation. Links sehen wir ein Stück vom See durchschimmern. Rechts sehen wir auch etwas See durch die Grashalme schimmern. Und da haben wir schon die ersten Häuser des versunkenen Dorfes. Wenn wir uns nach dem Spawn um 180 Grad drehen würden, da ist nochmal die versunkene Kirche. Laufen wir nochmal zurück zur anderen Seite. Da sehen wir den anderen See noch. Und wenn wir uns nach dem Spawn, wie gesagt, um 180 Grad gedreht hätten und zurücklaufen würden, würden wir zur Containerburg zurücklaufen, die wir da oben schon auf diesem kleinen Felsmassiv sehen können. Damit sich der Spawn am versunkenen Dorf nicht so einsam im Wald fühlt, gibt es natürlich auch noch einen zweiten Spawn. Den sehen wir gerade auf der Map. Und den schauen wir uns jetzt nochmal im Spiel selbst an. Hier gibt es auf den ersten Blick nicht so viel Markantes, außer vielleicht das kleine Zipfelchen See in der rechten Seite. Wir müssen uns etwas drehen, um einen ersten Eindruck vom Spawn zu gewinnen und werden da auch schon fündig. Dort blickt eine kleine Holzhütte durch die Bäume durch. Da laufen wir jetzt auch gleich mal hin und schauen uns die ganze Sache aus der Nähe an. Da sehen wir auf der rechten Seite schon die versunkene Kirche. Und in die Richtung, in die wir jetzt blicken und die ich jetzt zeige, das war unser letzter Spawn am versunkenen Dorf. Hier nochmal die Kirche und da ein paar Häuser im versunkenen Dorf. So, und dann laufen wir jetzt mal Richtung, ja, neues Dorf möchte ich es mal nennen. Aber ganz so weit laufen wir nicht. Wir laufen bloß mal kurz hier hoch, damit ich euch zeige, wo es hier weitergeht. Und zwar sehen wir, wenn wir über diesen Hügel hier drüber sind, auf der anderen Seite schon den Durchbruch, den Straßendurchbruch. Es gibt links davon noch einen kleinen Durchbruch nähe des Flusses, den zeige ich euch nachher auch noch. Und hier sehen wir nochmal zur Orientierung den Sniperfelsen. Dieser Spawn hat nun den Vorteil, dass ihr ziemlich schnell am neuen Dorf seid oder wenn ihr euch umdreht und durch den kleinen Durchbruch zurücklauft, kommt ihr zum versunkenen Dorf zurück. So sieht das Ganze in-game aus. Hier haben wir den kleinen Durchbruch und vor uns in die Richtung, wenn wir in die Richtung laufen, der Fluss sozusagen linker Hand von uns ist, kommen wir zur Brücke mit dem Exfil, wo das Auto draufsteht.
und zum neuen Dorf. Wir drehen uns aber um und laufen hier durch den kleinen Durchbruch durch und haben den Fluss jetzt auf der rechten Seite von uns und sehen dann auch gleich die ersten Häuser vom versunkenen Dorf. Da das Ding nennen wir Munitionshütte, weil da immer mal schöne BT-Munition gespawnt ist. Die Zeiten sind allerdings lange vorbei, da liegt jetzt meistens nur noch Schund. Und dort haben wir den Schweinetraktor, den möchte ich euch auch noch zeigen. Und der hat seinen Namen von diesem Kollegen, der da drin sitzt. Aber es geht auch noch schneller, um ins neue Dorf zu kommen, und zwar an diesem Spawnpunkt. So sieht das Ganze in-game aus. Links haben wir die Brücke mit dem Auto, also unser Exit. Und wenn wir uns umdrehen, sehen wir dann hinter uns auch noch den Fluss. So, dann laufen wir mal, wie gesagt, dort ist das Auto, dann laufen wir mal Richtung Dorf. Das ist das neue Dorf, weil es mit der neuen Erweiterung, mit der neuen Map-Erweiterung von Woods gekommen ist. Deswegen nennen wir es neues Dorf. Sehen wir gleich hier oben die Bushaltestelle, den Transporter und ja, dann die Häuser rechts und links. Links gibt es nur ein Haus, rechts gibt es zwei Häuser. Und in die Richtung, wo ich jetzt zeige, geht es weiter zur neuen Sägemühle. Und damit ihr nicht allein seid oder möglicherweise nicht allein seid, so schnell im Dorf, gibt es auch noch einen anderen Spawn, der auch sehr nah an dem Dorf dran liegt. Und ja, den schauen wir uns jetzt mal in-game an. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr habt den Fluss auf der linken Seite, beziehungsweise hinter euch, schräg hinter euch. In die Richtung geht es zur neuen Sägemühle. Und wenn wir hier diesen kleinen Waldweg weiterlaufen, rechts und links die Birkenwäldchen oder die Birkenbäumchen sehen, und an diesem Felsen hier vorbeilaufen, Richtung diesem kleinen Birkenwäldchen vor uns, sehen wir auch schon das Dorf. Dann kommen wir noch an einen kleinen Tümpel vorbei, an dem hier unter dem Steg manchmal Loot liegt. Oder an diesem Baumstamm hier, auch schon der erste Loot zu finden ist. Hier haben wir nun den Spawn an der neuen Sägemühle, die ihr gleich auch direkt besuchen könnt. Oder weiter zum neuen Dorf. Oder ihr dreht euch ein bisschen und lauft zum Sniperfelsen. Oder ihr dreht euch noch ein bisschen weiter und lauft am Maprand entlang Richtung Double Wall. Und so sieht das Ganze in-game aus. Wenn wir spawnen, haben wir vor uns direkt die kleine Hütte. Links sehen wir ein bisschen, oder mittig sehen wir ein bisschen den Sniperfelsen durchblitzen. Hinter uns ist so ein kleines Felsmassiv. Wir spawnen in einer Senke, in so einer kleinen Vertiefung. In die Richtung geht es zum neuen Dorf. Und dorthinter geht es zum Northern UN Roadblock. Wir laufen allerdings nochmal ein Stückchen weiter jetzt. Ich möchte euch nochmal zeigen, da ist nochmal der Sniperfelsen. Ich möchte euch nochmal zeigen, wo es zur Double Wall geht, also Richtung Old Station, wo ihr dann auch schon eventuell die ersten Gegner treffen könntet, die sich auf dem Weg zum neuen Dorf bzw. zur Sägemühle machen. Die Double Wall ist auch ein Relikt noch von früheren Woods-Zeiten, als es die Map-Erweiterung noch nicht gab. Sie trennt jetzt praktisch sozusagen die alte Map von der neuen Map. Und da vorne sehen wir auch schon die Double Wall, gleich sind wir da, da liegt sie rum. Und dann laufen wir jetzt nochmal weiter ein bisschen Richtung Old Station. Da unten rechts stehen immer Scavs oder ab und zu Scavs. So, und hier vorne sehen wir schon dann den ersten Felsen, von dem dann auch schon Gegner euch entgegenkommen könnten. Aber bevor ihr euch zu früh freut, hat euch Gottvater Nikita natürlich noch einen Stein in den Weg gelegt in Form eines Spawns, und zwar des Double Wall Spawns. Hier könnten also auch schon Gegner spawnen, wenn ihr auf dem Weg zum Old Station seid. Oder zur Double Wall, wie gesagt. Von diesem Spawn aus könnt ihr schnell zur Sägemühle runter, zur neuen oder zur alten Sägemühle. Ist auch nicht ganz so weit weg. Oder ihr lauft weiter direkt Richtung Old Station. In-game sieht das Ganze so aus. Wenn ihr in Blickrichtung jetzt laufen würdet, würdet ihr ins alte Woods-Gebiet rüberlaufen. Wenn ihr euch nach rechts rüber dreht, würdet ihr ins neue Woods-Gebiet rüberlaufen. Das werden wir auch gleich mal tun. So, noch mein Blick ins alte. Hier vorne ist wieder der Felsen, wo die von der Old Station rübergeschwappt kommen. Dort geht es zum Sniperfelsen ungefähr in die Richtung. Und wenn wir hier zurücklaufen, haben wir jetzt unten rechts den Northern UN Roadblock. Das ist ein Exfil, da könnt ihr raus, wenn ihr den Punkt habt. Laufen wir nochmal jetzt hier den kleinen Felsen hoch, da können wir runterschauen zu unserem neuen Sägemühle-Spawn, den wir vorhin hatten. Und zwar wäre er jetzt unter uns. Und schon sind wir beim nächsten Spawn, einem sehr zentral gelegenen Spawn, würde ich mal so sagen, von dem ihr aus ziemlich schnell
zur neuen Sägemühle, kommt zur alten Sägemühle, zum neuen Dorf, zum Sniperfelsen, zur Double Wall und zur Old Station. Hier immer nochmal der Blick im Spiel selbst. Wir spawnen mit Blickrichtung, naja, so Absturzstelle, alte Sägemühle, so, das war so die Blickrichtung, in die wir gespawnt sind. Drehen uns mal ein bisschen. Links von uns ist jetzt der Sniperfelsen. Und wenn wir hier weiter hochlaufen, kommen wir an die Grenze zwischen neuen und alten Woodsgebiet. So, jetzt sind wir ins Neue rüber geschwappt. Hier drüben rechts sehen wir dann auch die neue Sägemühle. Da unten. Hier, wenn wir in die Richtung weitergehen würden, würden wir zur Old Station oder Double Wall kommen. Wenn wir hier in die Richtung laufen, sehen wir unten oder mittig jetzt schon das Blaue, ist das der blaue Zaun vom neuen Dorf. Da nochmal die neue Sägemühle. Und wenn wir jetzt wieder zurücklaufen würden, kämen wir in diese Richtung, wo ich gerade geschaut habe, zur Absturzstelle des Flugzeugs. Laufen wir mal ein bisschen in die Richtung. Da in der Nähe ist auch das Lager vom Jäger, das ihr mal für eine Quest braucht. Aber wie gesagt, das besprechen wir später nochmal. So, hier müssten wir auch gleich die Absturzschneise des Flugzeugs sehen. Ja, hier ist sie und da vorne liegt dann das Flugzeug. Drehen wir uns jetzt nochmal ein bisschen nach rechts und laufen diese Richtung hoch. Da sehen wir schon da das kleine Felsmassiv. Wir nennen es das kleine Sniperschiff, weil es auf der Map aussieht, als würde ein Schiff Richtung des großen Sniperfelsens fahren. Ist für uns halt so eine Bezeichnung. Da klettern wir mal jetzt drauf und schauen mal, was wir da sehen. Und zwar, wie ihr es vermuten könnt, die alte Sägemühle. Rechts von uns nochmal ein kurzer Blick auf den Sniperfelsen, wo auch der Sniper-Scav sein Unwesen treibt. Und schon geht's weiter im Uhrzeigersinn wie gehabt. An der Old Station sind wir jetzt, am Spawn Old Station. Davon kommen wir schnell zur Double Wall. Wir kommen schnell zum ZB-016, zum Jägercamp, zur Absturzstelle des Flugzeugs, zum UN-Rotblock, was ein Exit ist. Oder von hier aus könnte man auch runter zum Emmercom-Lager laufen. Der Spawn selbst ist relativ gut zu erkennen. Wir spawnen direkt ja am alten Bahnhof sozusagen. Wenn wir hinten rausgehen, dort ist der UN-Rotblock. Wenn wir in die Richtung weiterlaufen würden, in die ich gerade schaue, würden wir zum Emmercom-Lager kommen. Und wenn wir hier weiter wieder zurücklaufen und hinten raus an den umgestürzten Mauern vorbei, in... Moment, gleich... In diese Richtung würden wir ungefähr zur Double Wall kommen und in diese Richtung, die ich jetzt schaue, zum ZB-016, Absturzstelle Flugzeug und Jägercamp. Ein weiterer Old Station Spawn ist dieser Spawn. Muss ich jetzt erstmal nichts weiter dazu sagen. Ich habe euch die ganzen Möglichkeiten aufgezählt, die es gibt. Schauen wir uns das Ganze lieber ingame an. Wir spawnen wieder in so einer kleinen Vertiefung, in so einer kleinen Senke. Da oben sieht man schon den Waggon bzw. die Old Station. Wenn wir in die Richtung laufen, dann kommen wir zum UN-Roadblock, zu diesem Exit. Und dieser UN-Roadblock ist nicht nur ein Exit, sondern auch ein Spawn. Und zwar recht markant eigentlich. Man hat links die Mauer und den Atommeiler, was das ist, keine Ahnung. Rechts die Mauer und vorne sehen wir das Metalltor und weiter vorne den LKW, der auf der Straße steht. Laufen wir jetzt mal an dem Metalltor vorbei. In die Richtung unseres letzten Spawns. Der da vorne hinter diesem kleinen Felsen rechts jetzt liegt. Und da sehen wir schon die Old Station. In diese Richtung laufen wir dann zum Emmercom-Lager. Hier wieder in so ein kleiner Hochsitz, den man sich mal als markanten Punkten merken kann. Ich spule mal ein bisschen vor hier, damit das schneller geht. An den Felsen vorbei, über die Schiene drüber. Dann sehen wir da hinten schon den Sendeturm vom Emmercom-Lager. Und ja, wenn wir da weitergehen würden, wären wir im Emmercom-Lager. Da aufpassen, aus dieser Richtung gibt es auch noch Spawns und da können euch Gegner entgegenkommen. So, kurze Anmerkung zu diesem Spawn. Den musste ich zu Fuß erreichen, sozusagen. Da hat mir das Spiel das Glück nicht gegönnt, sozusagen, dass ich den Spawn durchs Spiel bekommen habe. Ich bin dann zu Fuß hingelaufen und hoffe, ich habe ihn auch relativ gut getroffen. Was uns hier gleich markant ins Auge sticht, ist dieser Sende- und Empfangsturm da vorne vom Emmercom-Lager.
Achtung, da wieder Gegner-Spawns. Und wenn wir uns umdrehen und da zurücklaufen würden, würden wir zum UN-Rotblock zurücklaufen. Auch diesen Punkt hat mir das Spiel auf Teufel komm raus nicht gönnen wollen. Ich habe es versucht und versucht, bin aber nie dort gespawnt. Das scheint auch ein relativ seltener Spawn zu sein. Sieht dann ungefähr so aus, dass ihr vor euch so eine kleine Steinformation habt und dann auch wieder die Sende- und Empfangsmast des Immercom-Lagers seht. Dieser Spawnpunkt ist auch wieder gleichzeitig ein Exfil-Punkt und zwar kommen wir von diesem Punkt aus sehr, sehr schnell zum Immercom-Lager. Wir sind allerdings ein Stück weiter vorn gespawnt als auf der Map eingezeichnet, nicht viel. Vor uns sehen wir das Immercom-Lager, linker Hand von uns sehen wir den See. Und wenn wir uns umdrehen, sehen wir da hinten den Ruaf-Rotblock, den Exfil. Und in diese Richtung geht es zum UN-Rotblock. Und hier bitte dran denken, aus dieser Richtung können auch schon Gegner auf euch zukommen. Kommen wir nun zum vorletzten Spawnpunkt, den ich euch zeigen möchte. Und zwar liegt der nähe Outskirts. Und von dem aus kommt ihr sehr schnell in die alte Sägemühle ZB014. Bedenkt aber auch die Spawnpunkte hinter euch, da können Gegner gespawnt sein. Seid gewarnt, dass es euch etwas in den Rücken schießen könnt oder nutzt das als Hinterhalt. Markanter Punkt hier ist der Holzstapel vor uns, dieser Stapel Baumstämme, der dort ja zu sehen ist. Wenn wir uns rechts hier bewegen, sehen wir den See und unten den Steg, den Bootsanlegesteg. Wenn wir den Hügel hier rauflaufen und nach hinten schauen, sehen wir den Spawn, den ich euch gleich als letzten zeige. Und wenn wir uns ein bisschen nach rechts drehen, sehen wir dort ungefähr die Skeff-Hütte. Wenn wir den Hügel hier weiter runterlaufen Richtung dieses Holzstapels, dann kommen wir an diese Holzfällerhütte oder Waldarbeiterhütte. Keine Ahnung, wie man das Ding nennt. Gibt es ab und zu recht guten Loot zu finden. Mehr gibt es hier eigentlich nichts dazu zu sagen. Okay, außer dass es hier voll Stacheldraht wimmelt. Kommen wir nun zum letzten Punkt, zum letzten Spawn, den ich euch zeigen möchte. Gibt nicht so viel zu sagen, das meiste könnt ihr aus den anderen Spawns ableiten. Also schauen wir direkt mal rein, wie es im Spiel aussieht. Und es sieht so aus, dass ihr hier wieder direkt in einer kleinen Vertiefung spawnt, in so einer Senke. Da mittendrin liegt so ein Stein. Und ja, wenn wir mal hochgucken, uns jetzt hier rechts halten, dann ist gleich der See. Da hinten ist wieder die Map-Begrenzung mit den Warnhinweisen. Schauen wir mal kurz hier zum See runter. Ja, rechts ist der See. Hier markant dieser Hochsitz. Wenn wir uns in diese Richtung jetzt bewegen würden, würden wir dann die Skeff-Hütte sehen. So, alles andere habe ich euch hoffentlich soweit erklärt. Könnt ihr aus den anderen Spawns ableiten. Ich hoffe, es hilft euch soweit. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich gerne über Like oder Abo freuen. Und hier sehen wir nochmal alle Spawns auf den Punkt gebracht, sozusagen ein Gesamtüberblick. Ja, da könnt ihr jetzt eure Routen planen. Viel Spaß. Bis dahin, euer Senslas. Wir sehen uns. Tschüssi.